Hallo und guten Tag. Mein Name ist Fritz Friedrich, Freiherr von Lockenfrosch Vömmelbach. Und ich bin Mitglied im Ensemble der weltbekannten Lüdenscheider Marionettenbühne Mummenschanz. Worum geht's eigentlich? Es geht um die Sonderausstellung Vorhang auf Marionetten. Und nun übergebe ich das Wort an den Landrat des Märkischen Kreises, Marco Voge. Also sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier auf der Burg Altena. Und zwar startet am 31. Oktober die Sonderausstellung Vorhang auf Marionetten. Und zwar hier auf der Burg Altena, als auch etwas weiter unten im Deutschen Drahtmuseum hier in Altena. Der Anlass ist wirklich ein schöner, denn ziemlich genau vor 10 Jahren haben die Puppentheatertage hier auf der Burg Altena begonnen. Also quasi feiern wir einen runden Geburtstag. Und wir haben dazu jetzt eine Ausstellung geplant, die am 31. Oktober startet. Wir haben zahlreiche Leihgaben vom Mitteldeutschen Marionettenmuseum aus Bad Liebenwerda bekommen. Wo ist Bad Liebenwerda? Das ist das Wichtige. Liegt in unserem Partnerkreis Elbe-Elster in Brandenburg. Und zwar ist das ein Gemeinschaftsprojekt vom Märkischen Kreis mit dem Kreis Elbe-Elster gewesen. Deswegen sind wir da sehr stolz drauf, dass wir dadurch nicht nur im kulturellen Bereich, auch darüber hinaus unsere Partnerschaft und unseren Partnerkreis leben. So, und jetzt werfen wir einen Blick in die Ausstellung. Und ich bin schon ganz gespannt, was da alles zu sehen ist. Begleitet werden wir von der Kuratorin Dr. Agnes Zelk. Die Ausstellung widmet sich der Geschichte des Deutschen Marionettentheaters. Und diese Bühnen waren am Anfang Wandermarionettentheater. Das heißt, sie zogen von einem Ort zum anderen. Und wir haben hier so eine Bühne inszeniert aus alten Einzelteilen. Und das Interessante ist, es ist alles aus Stoff, weil die Puppenspieler ja alles eben transportieren mussten und alles einpacken. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten die Marionettentheater Kinder als ein sehr dankbares Publikum, denn sie wuchsen immer nach. Ein Theater, das sich ganz besonders an Kinder wandte, war das Münchener Marionettentheater. Und man sieht hier einen Figurensatz aus der Entführung aus dem Serail von Mozart. Damit wird aber auch klar, dass auch Opern den Weg auf die Puppenbühne gefunden hatten. Marionetten haben unterschiedliche Größen. Im traditionellen Marionettentheater gibt es die größten, das sind die aus Sizilien. Sie wiegen 40 Kilo, weil die Rüstung aus Metall ist, es ist ein Ritter. Und demgegenüber zeigen wir die kleinsten im traditionellen Theater, nämlich Marionetten aus Amateurpuppenbühnen, in denen die Familienmitglieder für die Verwandten oder Freunde gespielt haben. Wir zeigen in der Ausstellung nicht nur Marionetten, sondern wir stellen auch diejenigen vor, die Marionetten herstellen. Und zwar jeweils mit einem Foto und mehreren Marionetten. Da ist eine Puppenbildnerin dabei und 4 Puppenbildner. Wir haben durchaus im Märkischen Kreis auch Marionetten. Hier in der Ausstellung zu sehen mit Marionetten und Bühnenbildern von der Puppenbühne Mummenschanz aus Lüdenscheid. 2008 gegründet von Andreas Ermster, der nicht nur für die Stücke zuständig ist und selber spielt, sondern der alle Marionetten inklusive der Bühnenbildner selbst gestaltet. Eine Marionettenausstellung, da darf natürlich die Augsburger Puppenkiste nicht fehlen. Und mit ihr die großen Schauspieler, als da sind zum Beispiel Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Und? Auf den Geschmack gekommen? Na, dann würde ich sagen, nichts wie hin. Und besucht uns in beiden Museen, im Drahtmuseum und auf Burg Altena. Ich wünsche viel Spaß.